Hast du schon wieder bei Dings an jetzt hier oder machst du Übertragung oder was? Ja, jetzt ja. Warten wieder bei Twitch oder was? Ja, mach Ach so. mal. Warte mal kurz, ich überlege gerade. Geh mal noch mal auf die Liste und auf die Leiste unten. Welche Leiste? Dann mach Ja. mal Menüleiste. Dann geh mal auf Mikrofon. Mikrofon. Ja. Und ganz unten Mikrofonpegel anpassen. Und dann dreh mal den Mikrofonpegel runter bei dir, dass du nicht so laut Ja. für die Aufnahme bist. Erzähl mal was. Jo. Besser jetzt oder? Ja, einen kleinen Ticken lauter kannst du noch machen. So gut. Ja, reicht. Oder? Nee, ist Okay. gut. Okay. Müsstest du nachher bloß, wenn du deine anderen Kopfhörer nimmst, wieder umstecken. Den Mikrofonpegel. Wieder musst du wieder ein bisschen höher machen, denn wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, müssen wir sehen, denn. Muss mir schon sagen, denn. Ja, nee, aber so ist gut. So, na, dann mach ich mal hier nochmal Grontheim an, das läuft noch. Ach, 100 Einheiten Dünger. Ach, Also, 100 haben wir schon. sowas habe ich aber schon lange nicht mehr gehabt mit Einsammeln. Nee. Nee, schon lange nicht mehr. Nur Ich hab das herstellen, andauernd. töten Nee. oder mal ein Safe knacken oder irgendwas oder hier eine Kiste holen. Das war's. Dann kommt das aber noch weiter ab. Eine Verbesserung muss ich am Haus vornehmen. Also einmal ausbauen, irgendwas. Denn fünf Außenseiter mit dir Wehre töten, einen habe ich schon. Und das andere habe ich schon fertig. Ach hier, diese 10 Schießstand-Uff-Dinger, das ist ja mal einfach. Naja. Da musst du ja bloß ein paar Mal anmachen. Immer das gleiche wiederholen und dann. Naja. So. Wo bleibt da denn? Da ist er. Ach, der ist da. Ich bin da, sagt Ja. er. Wo ist er? Ach so, da ist er. Moment. Na, Noch nicht warte. bei uns. Ach so, ich sehe ihn aber schon. Na gut, dann müssen wir das manchmal schnell machen hier. Er ist im Shelter. Ein Shelter. Naja. Die Session mit Mutti beendet. Ja, dann komm mal rein hier in Chat. Na. Oder nee, warte, ich glaube, ich muss ihn ja wieder einladen. Weil der andere Chat ja aus ist. Ah, geh jetzt zur Gamebase, warte. Party erstellen, Freunde. Oh, wie geht denn das jetzt hier? So, Spieler hinzufügen. Ja, warte, ich mach. Dann brauchen wir auch immer nur über den Chat gehen, wenn der offen ist. Einfach da reingehen in den Chat. Der steht ja dann immer da. Und wenn der Chat immer offen ist und dann braucht man da eigentlich immer nur noch einmal rein gehen. Na? Hallo. Alles fitte? Jo, und selbst? Joa. Na klar. Wieso aber ziemlich knackt?
Ja, die sind schnell. Da oben ist wieder der Dings. Ah, cool. Aber der Tresor zählt ja sowieso nicht. Ich schätze mal auch schon. Leg dich mal hin. Ach, der war verbuggt, der hing in der Decke. Hä, wie ein Ditte. Ist ja krass. Der Decke, ja, warum, wo auch immer. Ja, ich weiß es nicht, scheint so. Dani, was hast du gerade gesagt? Was wolltest du sagen? Outriders hat sich wohl wieder erledigt. Nö, wir können auch, können wir noch machen. Komm mal erstmal, wir machen erstmal und lass uns mal da irgendwie rund machen, also dass wir hier so eine Stunde voll kriegen. Und dann können wir nochmal umswitchen. Ich meine, ich bin jetzt eh nicht so scharf drauf. War nur eine Frage. Ne, können wir Können wir von mir aus. machen, müssen wir aber nicht unbedingt. Können wir von mir aus gerne machen denn, also. Ich hab das Spiel auch schon vorbestellt. Ja. Du willst es haben, ja? Ja. Wann kommt das, am 1. oder wann? Ja. Ach so. Du, aber Tino, das war doch nicht was eh da an dem Safe, oder? Doch, da war keiner mehr. Das muss ein Nee. Einzelner gewesen sein. Oder den seinen Kumpel haben sie vielleicht schon umgelegt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier. Sich an, das finde ich hier. Oder bist du das? Ach nee, da bist du, wa? Jetzt bin ich ruhig. Hey, hier ist aber nicht weiter außer die Zone.
Wie der mal rumstöhnt, wenn der irgendwo runterfällt. Vorhin wollte ich mir auch einen Abwurf holen. Und dann wollte ich an den Ausgang hoch, wo du hier die Leiter hochklettern musst. Ja. Und dann saß da oben einer. Ja, das hatte ich auch schon hier. Aber der hat mein Loot nicht eingesammelt, der ist dann einfach abgehauen. Okay, gut, da wurde eine Tötung kommen. Ja, kann schon sein, aber ich weiß nicht, manchmal. Was habt ihr heute noch so gemacht, alles? Ja, später. So, ich war bei meiner Mutter. Die hatte die Putz nach Anfang der Woche. Ja, okay. Gesundheit. Wann wollte er endlich die Switch und die Bücher haben, Tino? Ja, können wir eigentlich machen, wenn ich überlege ich gerade. Entweder hole ich's ab nächste Woche irgendwie oder wir machen das, wenn ich arbeiten komme wieder. Mir ist es egal. Wenn du es dann reichst, dann pack ich es wieder ein, wenn du wiederkommst. Du kannst ja höchstens mal, die ist ja nicht neu verpackt oder so, original verpackt, ne? Doch, ist sie. Ja? Diese Aufkleber sind drauf. Ist eine Originalverpackung. Okay. Einfach mal kicken, wie die aussieht. Kann ich machen, ich muss ja bei dir warten. Also die ging auf jeden Fall gleich in Verkauf, die kam nicht bei uns durch. Okay. Die ist nicht aufgeschnitten. Also der Abwurf liegt jetzt da hinten irgendwo. Hinter den Häusern, wa? Mhm. Okay. Also irgendjemand hat vorhin auf jeden Fall geschossen. Wenn dann müsste der irgendwo über den Fluss kommen über der Brücke. Hast du ein Zielfernrohr drauf? Nee. Gut. Nee, da unten läuft einer. Warte mal, wo? Ah, fuck ja. Dreier. Da warte. Wir ja nicht hin. Da sind Dreier. Wo denn? Wo laufen die? Hier. Warte. Siehst du? Alle Dreier. Grüne erstmal. Also ja, wir haben High Ground. Also abgesehen von ein paar Staubkörnern sieht die wirklich noch aus wie neu. Ja? Hm? Ist jetzt keine Stoßkanten dran? Gut, der Schultertaste hat eine kleine Abfärbung, aber hier siehst du kaum. Ne, sieht gut aus. Jetzt rennt er hinten an der Kirche, das wäre.
Oder ähneln. Na, die werden nicht den Lotto im Kino. Weil ich gerade eigentlich müssten hinter denn fast die Ja, letzten die sein, sind wa? hier Komm, dann gehen unten. wir jetzt mal auf die andere Seite rüber. Naja, wird auf jeden Fall schwer. Das lobt die Väter, Kollege. Schöne Ding. Kann man auch hier oben raus. Da oben ist ein. Ach du Scheiße. Nee, da brauchen wir ja nicht raus. Wurden? Ja nicht. Ich dachte da oben den Berg wieder hoch, da wo die Strickleiter ist, aber das ist scheiße. Ich weiß nicht, wo die jetzt alle sind. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bis raus. Tut man da oben ja erst. Was machst du denn? Na, ich renne hoch bis zum Aushang jetzt. Wenn ich schaffe, weiß ich nicht. Aber ich hab eh nichts, von daher ist eher. Auf jeden Fall ist meine Anzeige verbuggt. Ja. Ja, mein. Oh, da vorne ist einer. Oh. Hinter mir war auch noch einer her. Hab's nicht geschafft. Du? Ja, ich hab's geschafft. Vor mir waren Love 2, die wollte ich abknallen, aber das hab ich dann sein lassen. Die haben zurückgeschossen Ja. noch. 8 Minuten. Die haben da nämlich gewartet, weil sie gedacht haben, da kommen noch die mit dem Abwurf raus, wahrscheinlich. Waren auch zwei, drei Leute waren das. Aber mit dem Abwurf, die werden auf andere Seite nie Ja rankommen, klar, wäre viel zu weit weg. oder?
So, warte, Daniel einladen. Da ist er. Da kommt da. Also sahst du, soweit sieht sie noch gut aus, ja? Ja, Also kann ist man den brauchen. wie neu Ja. würdig. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich nach Stellen suchst mit der Lupe, dann findest du ein paar kleine, ganz kleine Kratzer am Rand vom Display, die du aber nicht auf dem Display hast, sondern quasi an der Umrandung. Aber das ist nicht weiter wild. Das siehst du Ja. sonst nicht. Was denn, willst du umsteigen, Kino? Switch oder was? Nee, für Elias und mir Geburtstag. Ach so. Wir haben ja auch eine, kannst du die mehr wegnehmen, zocken wir zusammen. Mario Ja. Kart. Ja, kann auch mal mit Emily eine Runde zocken. Ach, Switch und so stelle ich mir ja nicht schlecht vor, hier Zelda oder sowas. Ja, klar, Ich wer mir. davon Fan ist, so von dem ganzen Ja, Fantasy ja. Zeug, Rollenspiel und Zelda so, ist ja finde ich okay. gut. Ja, die haben sich auch Haben wir doch früher viele. ruhig gespielt, Kino. Naja, weiß ich. Die haben sich auch viele Spiele rüberportiert, quasi von anderen Konsolen. Also viele 18er Ja, Titel. ich. Mortal Kombat gibt es auch für die Switch. The Witcher. Quatsch ich ja ständig von. Ich habe mir jetzt letztens hier 80s Overdrive geholt. Das ist so ein. Wie so ein ganz altmodisches Sega-Spiel. Hast halt ein paar Spuren, musst mit dem Sportwagen fahren und Gegnern ausweichen und Erster werden und dich von den Bullen nicht ausbremsen lassen. Aha. Ganz kleines Spiel, nicht mal ein Gigabyte groß. Ist mal ganz witziger Zeitvertreib. Und ein anderes war, das hieß Asphalt 9 oder Asphalt Legends oder so. Kuffs, hast du auch eine Karre und kannst sie halt immer weiter aufmotzen und musst auch Rennen gewinnen. Die Rennen sind dabei immer relativ kurz, also so maximal 2 Minuten. Manchmal auch nur 50 Sekunden. Hat nicht gekostet, von daher ist es okay. Geld hätte ich dafür aber nicht bezahlt. Mann. Ja, der frisst ein bisschen hastig. Ja. Oh, nee, Alter. Wie ist denn das eigentlich bei euch, wenn ihr jetzt tägliche Quests bei Vigor habt, die ihr nicht machen wollt und die cancelt, abbrecht? Kriegt ihr dann eine neue? Weil ich habe das jetzt dreimal gemacht und krieg jedes Mal dieselbe wieder. Echt, ja? Ich muss jetzt jedes Mal kommen, dann finde irgendwie 15 Außenseiter mit dem Signaldetektor. Weil ich das scheiße finde, habe ich die abgebrochen und jetzt hatte ich die wieder. Wieder weggedrückt, hatte ich die wieder. Nochmal weggedrückt, hatte ich die wieder. Na, Warte irgendwann mal, nervt es. lass mir mal kurz überlegen, den tragbaren Signaldetektor brauchst du, oder? Weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal testen, wenn wir mal an so eine Station rangehen. Ich kann den Globe sogar schon bauen, aber es Ja, muss ich halt kann den 15 Turmlob Außenseiter damit bauen. finden. Ich glaube, das ist der Turm. Probiert es mal, weil das ging relativ schnell bei mir. Weil wenn du den aktivierst, da hast du ja manchmal gleich 5, 6, 7 Leute mit EMA. Aber funktioniert, testen kann man es ja mal. Dann andere Ja, aber Runde das immer habe ich Dünger noch nicht sammeln gehabt. und. Das habe ich noch nicht gehabt, dass es denn irgendwie da wiederkommt ständig. Also das muss auch irgendwie ein Bug sein oder sowas denn. Wo Wo sind stehen wir wir denn? denn? Ach da, neben dem Safe. Oh, den Safe aufmachen. Das machen wir mal eine Idee. Da weg mal hinrennen schnell. Ist markiert. Ja, und spiele 10 Begegnungen. Na, wollten wir was vor. Ist der hier drinne? nee. Das weiß ich nicht. Doch. Irgendwo müssen diese Summer sein. Gefunden hier. Hat ein Radio. Das ist das. Jedenfalls gefunden.
Nee, nee, von Radio. Falscher Alarm. Ich glaube, oh, kann auch sein, dass ich am Neben markiert habe, ungefähr so irgendwo hier. Ah, die haben Abwurfrad verlegt. Egal. Hier oben ist, hier oben summt was? Wo summt denn Jetzt das sind hier? wir. Ach, hier, eins hab ich. Es muss noch irgendwo eins sein. Wer war eher von euch? Okay. Ich bleib mal hier Oh, oben, hier fuck, oben. geh gleich von. Ja, ich bin tot. Warte. Wo ist er? Ich bin gerade zur Hintertür raus. Zur großen. Ena, Tino. Ena? Ja. Jetzt frei. Bist du drin oder draußen, Tino? Bin drin da oben. Mensch, der Käse ist hier oben. Mann, Penner, Alter. Ja, gut, dafür ich auch echt eine scheiß Knarre. Ihr habt hier so ein scheiß Gewehr. Kannst du ja vollkommen vergessen. Der kommt hinterher. Ja. Ja, genau, so ist es gut. Nachladen. Andere Seite. Oder? Nee. Ach, Scheiße. Der andere hat jetzt in den Nacken geschossen. Hab ich jetzt nie gesehen. Der alte Wichser, der. Ja. Aber gut. Muss man nicht. Naja, ihn kille sofort. Hat der ja auch nochmal bei Outriders einen zweiten angefangen gehabt. Und da habe ich genommen hier den, auch den Verwüster, den finde ich auch ganz gut. Ja, ist nicht schlecht. Tank oder was ich da genommen hatte? Den Oder Ver bist du ja, drin? genau, den Verwüster. Ganz rechts den. Der sich in der Luft zerteilen kann und dann auf die Gegner losprescht, so von oben. Ist er soweit? Gehen. Ja, ich bin soweit. Logisch. Ich hatte ja nur das Intro gespielt da, bis man die Fähigkeit kriegt und dann noch ein bisschen, aber kaufen müsste ich es jetzt nicht unbedingt für den vollen Preis. Also mich hat es nicht so überzeugt. Ich fand das ganz cool, weil ich glaube, du hast da auch eine ganze Menge zu tun, gerade auch mit den Aufbauten deiner Rüstung und den Waffen und sowas. Das fand ich ganz geil. Das hat mich halt so, wirklich so komplett erinnert an Division, weißt du?
Oder Destiny zum Beispiel war ja auch so, dass du dann mal so einen Platz hattest, wo du eine ganze Menge Zeug aufnehmen konntest und dann konntest du deine Sachen da aufleveln, Blaupausen herstellen, also eine Kacke da. Also deine, ich denke mal, das wird ganz cool. Von der Story her so an sich war das auch ganz interessant. Ich habe mir jetzt erstmal Assassin's Creed Origins gekauft. Das war eine Gold Edition mit allen DLCs für 26 Euro bei PS Plus drin. Gut. Gedacht, kannst du nicht verkehrt machen. Nö. Nö, ach ne, da kannst du eine Weile zocken. Das Origins, Junge, das ist ein geiles Spiel gewesen. Ja, macht Bock. Ich konnte zwar mit den Blocken und mit den Gegnern auf einmal noch nicht so ganz zurecht, aber ich denke mal, das ist einfach nur eine Übungssache. Da kommst du klar mit. Und wie gesagt, das ist so ganz geil, wenn du was erforschen tust, die Pyramiden und so. Das ist richtig geil. Ja. Fand ich auch, war eins der besten Assassin's Creeds bis jetzt. Das ist Deswegen eigentlich habe auch, ich finde ich. es mir auch geholt, weil ich halt Emily hat auch von vier Kollegen gehört. Das war das beste Assassin's Creed seit langem, also besser als Odyssey und Valhalla. Ja. Genau. Und Tino, du hast ja auch gesagt, dass der Dude ist. Dann Robo hat auch bestätigt, dass das von den neueren jetzt definitiv das Beste war. Bei dem Preis konnte ich einfach nicht nee sagen. An 26 Euro anstatt 100. Super Preis. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal wegen der externen Festplatte geguckt. Die werde mir eine von Samsung holen. Die kostet zwar ein bisschen mehr, aber Tobi meinte, die sind unverwüstlich. Die ist sogar noch einen Hauch schneller als die, die du hast. Ob es wirklich da bringt, weiß ich nicht, aber. Ja, mal gucken. Langlebigkeit ist mir auf jeden Fall wichtig bei dem Preis. Ja, na klar, sollte. Wie teuer ist die? Mit meinem Gutschein 90 Euro. Wie viel hat die? Ein Terabyte oder? Die hat einen Terabyte, ja. Naja, ist ja gut. Klar, Mensch, wenn du viele Spiele drauf haben willst, da auf der Platte, denn wie gesagt, die Intensos, die an sich sind die eigentlich auch sehr gut. Die haben ja auch schon viele Jahre Speicherentwicklung hinter sich. Und die haben ja schon Disketten früher gebaut. Tobi meinte, der hat sich vor Jahren mal eine von Samsung gekauft mit 128 GB oder so und der meinte, die funktioniert immer noch wie am ersten Tag und die ist Ja, die halt sind die doch gut. Dauerbenutzung. Ich hatte mir mal ein paar Rezensionen durchgelesen. Ich meine, klar, die Leute, die eine schlechte Erfahrung haben, die schreiben eher in eine Rezension als die zufrieden sind. Ist ja meist so. Ja. Aber da haben halt Kaputt einige gehen gesagt, kann dass. immer mal was. Ja, das kann auch bei der Samsung passieren. Ich sag mal, die Samsung Evos zum Beispiel, ab der 9700er Reihe, die sind auch in den Ladezeiten ziemlich schnell und in den Upload-Zeiten ziemlich schnell. Also schreiben und lesen quasi. Die sind wirklich sehr gut. Und also im Prinzip kannst du eigentlich bei, wenn du dir jetzt Western Digital kaufst, Intenso oder Samsung, kannst du eigentlich nie was falsch machen. Also ich würde auch nur von diesen Marken kaufen. Das ist halt, was anderes würde ich gar nicht nehmen. Hier Toshiba und so eine Scheiße würde ich gar nicht nehmen. Irgendeiner wühlt hier. Ja, Ecke. Ach so. Stimmt, da war ja irgendwo. War nicht drin. Hey, Dünger. Ja, aber da kannst du nicht Voilà. falsch machen. Na, ich werde mal warten jetzt, wenn die jetzt irgendwann soll ja ein PlayStation-Update kommen. Die haben irgendwas schon gesagt, auf irgendwas haben die sich ja vorbereitet schon mit dem kommenden Update und da sollen die wohl den M2-Slot freischalten. Dass du denn da auch eine Speichererweiterung drin stecken kannst. Und wenn ich mir dann irgendwann
Dann switche ich vielleicht auch noch mal um auf eine M2, dann stecke ich mir da eine rein. Dann brauche ich die externe an sich nicht mehr, dann kann ich die mal auf einen PC verbauen oder so. Die M2 kommt dann in den USB-C-Anschluss dann ran, oder wie? Oder nee, wo kommt die ran? da musst du die Seitenplatte abmachen. Achso. Und da ist dann ein M2-Slot, das ist wie so ein PC-Express-Steckplatz. Okay. Ich meine, ich werde die externe hinten an den anderen Slot ranklemmen, da wo jetzt gerade das Kabel für das Headset dran ist. Da stört sie nicht, dann lege ich sie hinter den Fernseher und dann kann sie da liegen bleiben. Ja. Ich persönlich stört das da nicht. Also jetzt mal kurz gucken, was hier los ist. Wo sind wir denn überhaupt? Ganz Da rechts sind wir vom noch. Wasser. Darf nicht verrecken, ich habe gerade eine Schallplatte gefunden. Du, ich weiß gar nicht, ob man die verliert. Ich glaube ja, ist normaler Diese, im Inventar. ja? Denke schon. Diese Sammelobjekte, weißt du? Ich habe keine Ahnung, ob man die auch verliert. Okay, weiß ich nicht. Wieder ist normaler Loot im Inventar, ich denke schon. Weil Feuerzeuge habe ich bei anderen Außenseitern dann eben auch schon gefunden, wenn ich sie gekillt habe. Wo seid ihr denn schon? Wartet mal auf mich. Warte mal, ich hab ein Dings gefunden. Ein Foto. Mädchen? Ein Foto, ein Foto. Irgendwo auf dem Berghügel muss ein alter Panzer stehen. Ach ja. Hatte ich auch schon gehabt. Ich wusste nicht, wo das war. Irgendwo da Naja, oben. ich glaube hier irgendwo hoch. Irgendwo stand da hier so ein Wrack, oder? War das noch weiter hoch? Bist du sicher? War das noch weiter hoch? Ich glaube nicht, oder? Ja, hier sind die Häuser. Hier irgendwo wartet da hier. Hier sind die irgendwo. Häuser. Hier ist der Panzer. Hier ist er. Wo war das Schäferbrückenloch? Ich hab schon gehört. Ja. Was ist das? Irgendwo muss es hier sein. Warte. Hinter diesem Stein. Kein Bock, dass mir jetzt innerhalb über den Haufen knallt hier. Irgendwo hier muss es sein. Hinter diesem Steinhaufen hat er das gezeigt. Ja, der zeigt hier genau hier. Hinter diesem oder auf diesem Hügel ist der Pfeil. Hier, wo ich stehe. Irgendwo hier muss es sein. Hey, genau hier oben ist die Kante. Genau hier, wo ich vorstehe. Hier ist diese Kante, wo ich vorstehe. Und da zeigt der Pfeil hin. Das muss hier, irgendwo muss hier was sein. Definitiv. Abwurf kommt.
komisch. So, ja, nee. Warte mal, lass mal kurz hier lang. Hier sind Büsche. Geh mal hier zu dem Busch hin. Vielleicht meinen die das auch. Ach, hier, guck mal, hier kannst du graben. Hier. Da. Ich brauche Chemikalien für meine 100 Stück. Ich brauche Dünger. Dünger ist nicht daran. Ja, ich brauche auch Beete, aber nehmt euch erstmal. Abwurf liegt. So, da. Aber Abwurf liegt sowieso scheiße, von daher. Ich sag hinten gerade drinne. Scheiße. Dünger halt gar nicht, aber nie rausgenommen. Nee, ist keiner drinne. Ist gar nicht so wild. So. Ja, so also Rest kannst du haben, Tino. Ich bin schon weg, nimmer. Achso. Dann greif zu, dass, wenn du noch irgendwas drin lassen willst, lass ihn mit, da drin ansetzen damit mit. Ja. Gut. Gibt's noch den Abbruch für den Tino, oder? Nee, ne? Ah, nee, ich glaube, das wird nicht. Dann ist alles weg, komm, wahrscheinlich. Wir können ja zum Ausgang gehen, unten rechts, was haltet ihr denn davon? Ja. Also ich Tino kenne, rennt. Tino, der Cleve ist noch da. Wo? Das safe? Achso. Da wird ein bisschen eng, oder? Weil der Abwurf war schon da. Also es könnte ein bisschen knapp werden. Ja, der ist bestimmt schon offen, oder? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der überhaupt? Der muss da hier vorne. Der ist wieder da, wo wir eben waren in der Runde davor. Da war wieder bis zu der Fischfabrik da hinten drin. Hat einer Benzin bei? Jupp, ich hab. Nee, Mario, hast du das mit? Ich hab's nicht mitgenommen. Ich müsste Benzin bei haben. Ich hab keins mit. Was ist denn wie viel? Benzin, schwer hab ich. Aber das wird ja nie reichen. Nee, leider nicht. Zum Safe. Okay. Ist der offen, Tino? Ich hab keine Ahnung. Köln, naja, nicht. Köln auch nicht summen gerade. Dann werden die doch hier offen gelassen haben. Der ist noch zu. Echt? Ja, naja, wir müssen erstmal die Knöpfe finden hier. Irgendwo müssen die Knöpfe hier sein. Ich renne hier mal rum gerade. Vielleicht im Nebenhaus. Ich dachte, hier noch welche sind. So. Hier summt was, ich hab einen. Den hab ich. Wo ist der andere? Vielleicht die Treppe hoch irgendwo oben. Warte, stopp. Irgendwo summt hier was. Alter, irgendwo summt hier was. Wo summt das denn? Findet man denn den Scheißdreck nicht? Hier geht der Robot. Das ist mir ein bisschen zu heftig. So gekriegt.
Ja. Aber denk dran, die Strahlung, ja, die. Jetzt sieht die Leute auch nicht. Nee. Mehrere Leichen hier am Ausgang. Was ist denn hier passiert? Ich habe viermal Benzin. Ich bin schon raus. Okay. Hier so. Alter, hier liegen ja so viele rum. Ja, meine ich auch. Überall tot. Ich habe jetzt drei Leichen auf dem Weg gefunden. Einmal hinterm Haus, dann den großen und zwei am Ausgang. Ja, keine Schüsse weiter gehört, wa? Oh, mit Schalldämpfer. Genau vorm Ausgang umgekippt. Naja, was soll's, wa? Was macht man hier alles für die Trophäe, Ratino? Ich weiß ja nicht mal, ob die jetzt gezählt hat. Eigentlich müsste die ja gezählt haben. Da steht ja nicht mit, bring den Tresor nach draußen. Nee, musst du nur aufmachen, das Ding. Das ist die letzte, die dir fehlt für Platin, oder? Naja, Platin gibt's ja nicht bei dem Spiel. Aber ich weiß nicht, ob das die letzte ist, die ich noch brauche. Nee, glaube ich nicht. Nee, zwei brauche ich noch. Einmal Safe Cracker und World Traveler. Also World Traveler ist ja nicht mit den ganzen Orten da. Genau, einfach aufdecken. Die habe ich aber noch nicht. Hast du die schon? Nee. Mir fehlen noch einige. Ja, wir fehlen ja keine mehr, aber ich hab's aber nie gekriegt. Wizard All Point of Interested 6. 6 Karten. Mhm. Ja. Alter Viktorsenbahnhof in hier übersehen. 4, 5. Aber wir können ja mal eine andere Welt machen zur Abwechslung. Aber ich glaube aber an. Alles weg, was ich geholt habe, leck mich am Arsch. Ja, klar. Was ist denn so ein Scheiße? So, naja, gut, dann machen wir mal was an hier, wa? Viktorsen Bahnhof, mal gucken. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich hatte aber auch schon geguckt. Ich glaube, ich hatte auch schon alle. Mir hat ohne Schmäh fehlt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr noch, wie viele Welten das waren insgesamt. Mir kam das immer so vor, als wenn das nur 5 Welten waren. Also wir fangen mal vorne an. Wir haben Anniken, dann das Grüntheim-Tal, dann die Fischfabrik, Viktorsenbahnhof, Svarbrook, dann. Achso, die Kanten hier, ne? Die Fjellkanten. Fjellkanten, genau, das sind 6 ja schon mal, da gibt es aber noch 1 oder 2 mehr. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sehe. Ich glaube, die Kanten, das habe ich letztens erst gemacht, da habe ich auch alle. Na, wie gesagt, ich habe alle, aber ich kriege die Trophäe nicht. Vielleicht ein Bug. So, ja. Wäre ja nicht das erste Mal, dass das Spiel ein wenig buggt. Kannst du ja nicht mal löschen und von vorne anfangen, weil das ist ja online gespeichert. Also das müssten sie, wenn, dann nachpatchen. Dass man die Trophäe kriegt. Oh, was soll's? Alter, 3er Kopf. Ach nee, 2er sind, 3er sind 4er. Musste ich jetzt unsichtbar sein mit meinem Scharfschützengewehr. Hat ja eine Schneetarnung. Jetzt kann ich das Hemd und Jeans trage, das noch mal außen vor.
Hast du endlich mal was davon gehört? Steven sollte ein Gespräch kriegen. Das hat wohl Arthur zu ihm gesagt und der hat es wohl von eben vom Betriebsrat. Wenn das stimmt, dann könnte man denjenigen vom Betriebsrat ohne ein Ding drehen. Kann eigentlich nur der Kittler gewesen sein oder Enrico. Die quatschen ja gerne mal. Ja. Ich bin mal gespannt, was Dienstag passiert, weil Enrico, ich hatte mich ja Samstag eintragen lassen, einmal. Und Enrico meinte, er will irgendwie noch was klären. Und ich habe jetzt aber keine schriftliche Zusage von irgendjemandem bekommen, dass ich jetzt diesen Samstag ran muss. Hätte sein können, Okay. dass ich heute arbeiten muss. Aber wenn sie dann mir wird erzählen, dass ich hätte kommen sollen, dann sage ich, naja, es hieß, wir müssen erstmal kicken und mir hat keiner irgendwie eine feste Zusage gegeben. Weder eine E-Mail, sondern noch sonst was. Es hieß nur, wir gucken mal, was da los ist. Okay. So, ich hab hier jetzt alle. Das war der letzte Punkt, den ich gebraucht habe, wie es aussieht. Ach so, wegen Samstagsarbeit meinst du jetzt heute? Genau. Ich hab halt gesagt, wir haben gerade nicht mehr so viel zu tun, also die Ersatzteile haben wir nicht mehr und Rico meinte, er will mit Stan wohl irgendwas abklären, aber da kam keine Rückmeldung mehr. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass sie diesen Samstag nicht gemeint haben. Aber er hat doch nur gesagt, einen Samstag, nicht explizit diesen. Oh. Oh, ich höre Schüsse. Ja, mal Fenster Das zu war machen hier. relativ dicht. Ich sehe ihn hier vorne zum Haus, kommt einer bei mir. Ja? Mario, unten bei dir müsste jetzt einer kommen. Scheiße, der hat mir. Ach, ich bin auch tot. Hast du ihn erwischt? Ich hab ihn Sehr erwischt, schön. ja. Sein Kumpel auch. Ich hab irgendwie kein Glück mit meiner Waffenauswahl heute. Klick auf der Treppe, Tino. Ich hatte auch Verbände mit, wenn sie mich nicht schon gelootet haben. Na gut, okay, der Letzte hat mich auch zerwichst jetzt. Schade. Oh, der hat nicht mehr viel gehabt. Der ist ja Ja, schon ich im weiß. roten Bereich. Ich hab mich ja getroffen, aber ich war zu down schon. Ich hab nur eh einen Verband gehabt. Ich habe jetzt immer einen Sniper mitgenommen. Ich hätte, wenn ich jetzt einen MG mitnehme, kann ich meinen Sniper wieder brauchen. Ja, gut, eigentlich. So, jetzt werden wir uns mal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Was sind wir denn noch? Warten. Ach, ein Topfrennen und du. Du musst dich melden jetzt, damit deine 6 Bockwürste abends noch. Naja, mein Gott, das war ja anders. Achso, habt ihr jetzt mal geguckt? Haben euch da jetzt noch Orte gefehlt? Ich hatte gerade noch ihn aufgedeckt, ja. Also vorm Verrecken.
Für die Karte brauche ich jetzt nicht mehr. Zeig mal die Farmers mitgenommen und einen Sniper. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ich bräuchte langsam mal diese E16 Blaupause, damit ich die Munition bauen kann für die Farmers und die anderen Sturmgewehre. Das ist nämlich eine von den wichtigen Waffen, die mir noch fehlt. Ich glaube nicht, dass ich zu schnell jetzt an eine von den Militärwaffen rankomme. So, ich hab hier. Ne, hier hab ich auch Orte. Alle. Ja, mal kurz zum Signaldetektor. Das soll ich nicht stört. Achso, wisst ihr, mit dem. Wusstest du das schon mit dem Container, ne? Du kannst die Schlösser auch wegschießen. Ah, okay. Hab ich auch nur durch Zufall erfahren, weil ich eben zugeguckt hat, nachdem ich draufgegangen bin. Okay. Der ist dann hochgeklettert und hat gedacht, ja, jetzt macht er oben das Schloss auf, und dann hat er die Knarre aufgehalten, abgedrückt, und dann war das Schloss weg. Da ist einer. Oh, ja, da sind wir. So, da. Und. Wer? Da. Oh Gott, wo denn? Reichlich. Bei der 2? Okay. Hey, Arschloch. Mann, ja. Wir verraten Kugeleinschlag. Irgendwo hier ist ein Scharfschütze. Ja, es kann auch er gewesen sein, der mich umgebracht hat, weil der hat mich genau. Der sitzt da oben, irgendwo sitzt er da. Man, da ist, kommt da. Von unten. Warte noch. Jetzt. Im Kopf. Ja. Nicht, dass da sein Kumpel noch ist irgendwo. Da ist noch einer, Achtung. Hau ab. Hinterm Auto. Genau hinter dem Jeep. Mal nach oben. Mal nicht schossen. Rennt der nach oben? Weiß ich nicht. Der war auf jeden Fall gerade bei der Hütte. Ja, hier ist ein Stein. Hätte ich mal einen Sniper genommen.
3 jetzt eh noch. 3? Okay. Nee, nee, ich versuche mir gerade eine höhere Position zu verschaffen. Na, ich glaube, das wird hier nicht mehr sehr aushängen. Ja, hauen wir ab. Schon gut. Ah, ja. Rumballern. Sinnlos Munition verschwinden. Der liegt immer noch da im Gebüsch und krabbelt durch die Büsche. Hast du ihn gesehen, ja? Ja, springt er dann immer zum nächsten. Wenn ihr raus seid, dann springt er zum nächsten Spieler, der noch am Leben ist. Na, ja, Mutter hat ihr Geschenk fertig gebastelt. Hä? Ja, schnell. Meine Mutter hat ihr Geschenk fertig gebastelt. Wir haben ihr ein Puzzle geschenkt. Ah, okay. Aber die Teile sind halt nicht standardmäßig gewesen, sondern Tierform hatten die. Schweine, Vögel. Und am Ende ist ein Fuchs draus geworden, aus dem ganzen Bild. Okay. War mal was anderes, war die Idee von meiner kleinen Schwester. Sie puzzelt gerne oder was? Ja, die wusste mit ihrer ganzen Freizeit nicht anzufangen. Na, ich fange mit Puzzeln. Mann, soll sie eine Bläser kaufen und dann mitzocken? Na ja, klar, meine Mutter weiß nicht mal, wie man ein Smartphone richtig bedient. Wie sollen die mit der PlayStation zurechtkommen? Na, sollen sie nicht so haben. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wa? Also, ich glaube, wenn ich 90 bin und irgendwo in meine Seele liege, dann weg mal einen Controller halten, du. Ja, wir sind aber auch eine andere Generation, ne? Ja. Mein Vater, der kann auch mit Computer, Smartphone, ganze Pipopo, kann der umgehen, weil er sich dafür schon immer interessiert hat, seit den 90er. Mhm. Seit der ganze Technikkram da auf den Markt kam, Computer, eine ganze Scheiße. Aber meine Mutter, die hat das nie gebraucht und von daher kommt die mit dem Kram eben auch nur mäßig zurecht. Ja. So, ich nehme jetzt mal den Workbald. Workbald. Ja, die Namen sind wirklich unaussprechlich. Aber gut, wenn sie schwedisch wären, wäre es auch nicht besser. Wir spielen jetzt Köttbula Ikea. Ja. Als ich am Freitag bei Tom war, da hat er gerade einen Mercedes Sprinter. War das, glaube ich, ein Transporter, ein kurzer, auf der Bühne gehabt. Mhm. Lenkung hatte 3-4 cm Spiel, bevor die Räder sich bewegt hatten. Da musste er erstmal rausfinden, was da klackert. Ja, Lenkgetriebe im Arsch. Mhm. Hat er den Kunden angerufen, meinte, kann sich schon mit den Gedanken anfreunden, dir einen Leihwagen zu holen, vorübergehend, weil der Teil kriegt nicht so schnell ran, das dauert eine Weile, bis das da ist. Ja. Er hat auch gemeint, soweit das aufgelegt hat, soweit ist unschön. Ich sag, nee, braucht man nicht unbedingt. Er sagt, ja, genauso wenig wie eine abgerissene Antriebswelle, ne? Ich sag, hahaha. Naja, das sind dann alles so eine Sachen, da kotzt du dann eigentlich ab, weil du dir einen Mercedes gekauft hast.
Ja, eigentlich sollte man ja meinen, die gehen nicht kaputt, ne? Qualitätsauto. Ach, Längste. vergessen. Ist nicht mehr so. Nee, nee. Vielleicht bei den Keiner mehr alten erkennen. Modellen. Naja, eben, hier der W190 oder wie die hießen, die E190, die ganzen Früher, alten 90er, 80er naja, Modelle. früher in den 80er Jahren, als Taxis angefangen haben zu fahren. Ja, Die genau. Dinger, die kannst du alle hinten mit den geriffelten Rückleuchten noch. Die fahren heute noch manchmal mit 600, 7, 8, 6 Millionen Kilometer, ja. Da dreht sich die Scheiße ja nicht mehr weiter. Na, ich weiß, da habe ich auch mal ein Bild gesehen von jenem, der stand doch im Museum mit 1 Million auf dem Tacho. Ja, die kriegst du nicht kaputt, die Dinger. Ja, Aber die ganze aber. neue überzüchtete Scheiße hier, die ganzen AMGs und sind alte, die doch alt kaputt. Was Ja. die Probleme haben mit ihren Ventile da und Nockenwellen und alles und hör auf. So, kurzen Signalton wieder, wenn es keine Umstände macht. Muss ich innerhalb Ding betätigen? Weil ich bräuchte noch zwei davon. Ecke, ja. Aber wenn du willst, mach du Jo. erstmal. Ich kann noch ein paar Dinger Ja, bauen. ihr könnt ja hier warten, ihr könnt ja hier immer wieder, bis ihr die Aufgabe fertig habt. Eine bessere Kann man den Position mehr? gibt es eigentlich gar nicht hier. Kann man den mehrfach benutzen oder wie? Ja, der regeneriert sich wieder. Ach so. Wo ist denn der Scheiß? Wo ist denn das Ding? Bei Ich den gehe jetzt 2. mal. Ja. Ich gehe. Hä? Das dreht er nicht. Oh, da kommt Gegner, da kommt Gegner. Oh, warte, wo? Hier, Ding. Ich komme wieder zurück. Wir kommen von der anderen Seite. Auf der Straße oder wo? Hinter den Container da. Naja, ich bin weg. Ist tot? Jo. Warte, ja, ich hab meinen Aufjahre. Ich hab hier nicht bei gehabt. Nicht. Da welchen Container? Ich sehe keinen Container. Ne, da wo ich markiert hatte, ein Stück rechts davon, so 20 Meter vielleicht. Die blaue Markierung, ja? Rechts davon habe ich so vorhin gesehen. Den habe ich auch angeschossen. Aber der hat sich vielleicht schon wieder geheilt. Ich hoffe, was? Blau. Da. Was ist denn da passiert? Wo ist er? Ist er tot? Kumpel ist. Der ist tot, ja. Oh. Da ist noch einer. Tot. Da ist noch einer. Ich muss nachladen. Draußen irgendwo. Oh, da ist er. Hinterm LKW. Alter, von wo hat der geschossen? Oh, da. Ah, der Einer ist draußen und einer ist hinter uns, glaube ich, noch. Ich heim mich mal kurz. Draußen hat gerade er nachgeladen. Der ist vor der Tür. Hier vor der? Rechts neben uns. Habe ich gerade nach ihm nachladen gehört. Jetzt davon, wenn wir zur Seite rausrennen. Ich Fenster offen, sehe dann raus hier. den anderen nicht. Ich sehe nicht, wo Leider er nicht, ist. Dude. Wo ist er denn, Alter?
liegt die Sau. Ah, erwischt. Drecksau. Wo ist der andere Penner? Ich sehe ihn, hinter dem Stein. Hinter dem Stein bei mir. Er kann nicht markieren, warte. Hier. Da oben ist er. Er wird da jetzt bombardiert. Jetzt hat er erstmal Stress. Was da ist? Wo rennt er jetzt hin? Keine Ahnung. Aber den draußen habe ich erwischt. Oh, der, hinter uns. Das gibt's doch nicht. Da lag noch einer im Gebüsch. Wo? Da, genau geradezu. Da bin ich gerade verreckt. Wo du gerade hingeguckt hast, aus dem Fenster. Da war der gerade. Der lag da in den Büschen. Ja, Sirene, aber das ist jetzt hier los. Der lag hier in der Büsche, ja? Links von dir, ein Stück nach links, musst du gucken. Genau, genau, gerade Zulig-Ecke. Wenn du quasi in die Häuserkante guckst, in die Häuserecke. Da lag hier. Der im Gebüsch. Ein Stück nach links noch, genau. Müsste dann noch irgendwo rumliegen. Ah, genau, gerade zulieg ich. Bei dem Stein. Ha. Der liegt jetzt bestimmt hier draußen. Da ist doch noch der Turm, ne? Gute Frage. Der Turm ist hier. Hier geh mal raus, riskier ich's. Ich hab ja noch eine Stoffe oben. Du kannst aber zu meiner Leiche gehen, wenn du willst. Da müsst du nochmal Knarre drin. Oh, da ist er. Hinter dir. Liegt genau am Straßenrand. Rechts, rechts von dir. Sitzt genau geradezu. Rechts, Stück rechts von dir. Der rennt gerade zu deiner alten Markierung hin. Ja? In die Richtung. Der ist jetzt bei dem Stein wieder. Naja, keine. Was soll's? Jedenfalls habe ich hier auch schon alle Markierungen. Bauen wir unten nochmal hin. Wenn wir mal die andere Welt mal wieder ein bisschen was looten hier. Aber Signaldetektor hat funktioniert, ich brauche noch 4 Stück. Ich glaube, dann nehmen wir mal meinen mit. Waffen. So. Warte kurz. Ja. Muss man noch ein Gewehr einpacken? Dann nehmen wir noch eine Attrappe mit.
Das Vigor PS5 Update soll ja auch nochmal irgendwann kommen, ne? Ja. Das war ja auch nochmal geplant. Ja. Soll ich was anmachen, oder? Ja, ich hab alles. Nee. Und Hattest du nicht neulich gesagt, da hat sich jemand darüber beschwert, dass das ständig passiert? ja, und wer macht das immer, Martino? Ach, die Couch, die knarrt immer so komisch. Nee, das sind jetzt die Zwiebelringe. Alter. Katzen, die kicken auch schon komisch, du. Naja, die drehen schon mit den Augen, wa? aber am allergeilsten. Am allergeilsten fand ich aber damals die Kiffy Boys, Alter, die waren so geil. Die Typen, die haben wirklich alle 10 Minuten an der Bon gezogen, Alter. Der eine dann so, dann haben die oder so sächsisch gequatscht. Der eine dann Oh, ich so, sehe einen. wo? Oh, wer da? Bei Blau? Ja. Hast du ein Scharfschützengewehr? Jo, habe ich. Aber ich habe ihn nicht getroffen. Der hat sich gleich versteckt. Immer der hat meine Reflexion gesehen. Warte noch, nicht durchgucken. Und unten aufpassen, nicht dass einer von der Seite kommt. Ich stehe gerade an der Seite. Lass ihn mal looten und dann holen wir uns den Loot. Kommen bei euch Oh, welche? mir hat einer. Bei meinem hat Container. einer. Hinten am Holz. Da unten. Achtung! Hast du erwischt? Der stand oben auf dem Berg gerade.
Ja, ich sehe. So. Der hat wohl doch einen Sniper. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Jetzt hat ihn. War er down? Wo ist er? Im Busch oder was? Ja, im Busch. Im Berg, im Busch. Ist er tot? Nee. Von rechts kommt einer, von rechts. Achtung, Achtung, hier hoch. Sind ich sehe auch keine Reflexion, das ist das Problem. Hinter mir, oben oder so. Ich habe gerade eine vom Kopf gekriegt, ganz weit weg. Irgendwo hängen die da oben. Oh, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Bei mir kommt gleich ein Mörserschlag, wenn es so weitergeht. Nee, wir sind an dich ein bisschen bewegst, geht das. Ja, ja. Du darfst nur nicht tot liegen bleiben, also so ganz still. Ich überlege gerade zur Not. Stopp mal. Hört sich so an, als wenn. Ja, du kannst ruhig eine Weile hocken bleiben, da passiert noch nichts. Von deiner linken Seite jetzt einer kommt. Von oben, 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 hinter dir. Rück da zusammen, ich hab da irgendwas gehört. Wie viele Kills hast du jetzt schon? Zwei, drei? Einer ist immer noch hinter mir, irgendwo da oben. Ich wollte gerade sagen, mich. Da oben ist er. Der ist immer noch hinter dir, genau. Ja, wenn ich hau durch den Tunnel ab. Oder warte hier, leg dich hinter den Jeep dahin. Ja, oder hier warten, ist auch gut. Kann ruhig der Mörserschlag kommen, dann treffen sie den, die oben sind. Oh, ich glaube, ich muss mir noch ein Eis holen, du. Zack, bumm, weg. Hey, puff, peng. Also irgendwie ist heute ganz schön viel Krawall, wa? Generell so. Abgeknallt werde, warte, und zum anderen Ausgang schaffe ich es wahrscheinlich nicht lebend, weil das Tresor und Abwurf. Naja, also du hast eigentlich eine Menge Tote da rumliegen, wahrscheinlich, die du noch looten könntest, und irgendwo müssen sie ja durch. Entweder gehen sie durch einen Tunnel und du wartest irgendwo im Tunnel, weil da kann dir der Mörserschlag eh nicht anhaben.
läuft, kannst du hinten rausrennen. Airdrop incoming. Get ready. Rechts oben, rechts oben, rechts oben. Daniel, rechts von dir. Bleib mal hier hinter. Ja. Hast du gesehen? Nee, hab ich nicht. Hinter dir. Also dreh dich mal nach rechts. Da oben auf dem Felsen, auf der Ecke, auf der letzten Spitze oben. Da, ja, ich sehe ihn. Aber ich renn einfach weg. Ja, hau ab. Kein Bock zu ballern. Noch mehr, da waren 3-4 Leute jetzt. Oh. Echt? Ja, die springen alle über die Berge. Wo ist denn der Abwurf? Weit weg. Vielleicht kommen jetzt noch mal ein paar zurück. Auch noch genau 125 Nahrung, dann habe ich meine 10.000 zusammen wieder. Anmachen? Ja, kannst du.
nur Dreierteams. So. Oh geil, der Tresor ist wieder genau in der, im Tunnel. Schön. Heb mal Loot, ne, geh mal zum Tresor. Was machst du? Wenn das Knallen hört, dann wisst ihr, braucht er nicht hinkommen. Hast du das? Hm. Okay. Welche haben da geschossen mit mir? Ich hört gerade, das ist ja schon Action. Ich hab ihn weggeknallt. So dicke Action. Nee, daneben, in den Gebäuden, die am Wasser stehen. Ach da, okay, weiß ich wo. Da hab ich auch einen umgelegt. Jetzt kommt einer runter, ich warte noch mal auf den Penner. Jetzt läuft noch einer rüber. Auf dich geschossen? Ja, ja. Schaut wie mal. Siehst du den Tunneleingang? Ja. Sag mir mal, wenn da einer kommt.
Tunnel hier, oder? Oh, da sind 1, 2, 3 Leute, Tino. Die kommen jetzt im Tunnel. Ja. Warte, warte noch. Wo knallt denn das gleich hin? Keine Mumpel mehr. Kann sein, damit die jetzt bei dir da rinkommt. Einer ist tot. Ich weiß, einen habe ich gekillt von denen oder zwei. Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe das, glaube ich, gerade auch nicht im Spiel. Vorm Tunnel oder im Tunnel? Ich bin am Tunnelausgang hinten schon fast jetzt. Ja? Okay. Weil die haben mich zurückgetrieben. Die sind aber noch drinnen. Siehst du die noch? Nein. Hast du die Hebel betätigt? Na, nur einen. Der andere ist hier hinten irgendwo bei mir. Na, ihn kann ich betätigen. Der ist vorne, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wo die Wichser sind. Die werden sich verschanzt haben. Ich bin auf dem Weg. Ich bin tot. Oh. Nur im Ausgang. Shit. Ich hab keine Mumpel mehr. Ich hab noch 4 Schuss. Ups. Geil. Ich hab ihn getroffen, aber keine Mumpel mehr. Am Ende vom Tunnel, wo sind die? Ja, ich keine Ahnung. Boxen weg, Tino. Kann ich nicht.
bin auf dem Weg. Bin gleich da. Ich kann nicht mehr schießen, ich hab nichts. Oh. Hab Schüsse gehört, ich weiß nicht von wo. Im Gang, im Nebengang. Okay. Da ist einer. So, das down ist. Oh ne, doch nicht. Also noch von hinten. Ja, okay. Ach, leck mich. Naja, ist ja, Mann, ich kann nicht mal wegboxen. Ich hab doch zu wenig Mumpeln bei, ich krieg ne Panne. Nein, renn da raus, Kino vorne. Nee, ich bin tot. Ach so, ja, dann kannst du ja nicht mehr rennen. Nö. Irgendwie ist es ein Scheißtag heute. Nur am Verrecken. Wir sind, glaube ich, nur eine Runde Leben rausgekommen. Ja, an dem Level ist auch ziemlich viel los hier, Alter. Oder? Waffen? Jo. Bergwald für Kanten. So, jetzt so ein bisschen konzentrieren hier. Sehr schön. Die spielen aber alle ziemlich aggressiv heute. Und alle nur aufs Wegbumsen erreicht. Vielleicht haben die alle so eine Tagesaufgaben heute mit wegknallen. Möglich, ja.
So, wir sind da. Hm. Gut. Also wenn wir von hier jetzt runtergehen nach unten links, haben wir bestimmt hier welche bei der 2, die von da aus spawnen und da anfangen. Mhm. Mit Sicherheit. Da ist der Signaldetektor-Turm, da könnte zur Not auch erstmal einer hin und gucken, wo sich Leute rumtummeln. Da ist schon einer. Ja? Am Turm, ja. Mhm. Hast du gerade deine Position wird über vorüber, also vorüber hinten angezeigt? Jupp. Ja, dann war einer am Turm. So, hier kannst du eigentlich immer kurz warten, was sich hier unten tut. Meistens kommen hier welche. Hier ist eine Abwurfdings drin. Ne? Eine Abwurfkiste? Nee, hier kann ich den Abwurf verlegen. Ach so. Sie bräuchten wir jetzt endlich. Der Abwurf, der liegt jetzt da. Na gut, die können auch nach oben rennen, das ist auch Quatsch. Willst du zum Abwurf, Mario, oder was? Ja, ich denke, ob da hinten einer die rumtreibt, hier bei dem Turm. Ja, weggehen. Na, auf jeden Fall hat er ihn da markiert, aber wer weiß, vielleicht ist er schon weg. Ja. Ich sehe auch nichts. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Auf dem Berg, wo ist das? Kommt das her? Ja, muss irgendwo hier oben sein, aber man sieht gerade nichts.
mit dem Bus zu weit weg. Ich hab noch einen Detektor bei. Ich hab 5er Benzin. Na, etliche Alarmfallen. Soll ich mal einen anmachen oder noch warten? Na, ja, wenn du einen Detektor hast, kannst du mal kicken. Na, er zeigt jetzt immer den, der am nächsten dran ist. Das wäre wahrscheinlich Ecke. Nee, nee. Hier ist einer. Da. Das, wenn das der nächste ist, dann haben wir aber Zeit hier. Ja, deswegen. Na, bin ich mal gespannt, ob das jetzt gestimmt hat. Baller auf dem Berg oder dahinter. Mann, hier ist auch nichts, Junge. Ja, hier waren sie auch schon, die Türen sind offen. Hier waren sie auch schon. Die Elektrikdinger sind auch schon offen. Also wieder warten die hier irgendwo? Nee, den hätten wir sie gesehen. Aber wie gesagt, der scheiß Detektor zeigt dir halt immer den an, der am nächsten da ist. Der ist noch ganz weit weg. Entweder kommt der uns jetzt entgegen. Ich bin hier auf dem Berg. Dann lass uns mal zum Dings gehen. Ja, guck, hier ist halt schon abgegrast. Ja, die Frage ist, von wo die gekommen sind. Ich hab ein Foto. Sind die jetzt am Tresor? Eigentlich können sie da nicht sein, aber ich. Irgendwo müssen sie ja sein. Vielleicht auch schon abgehauen, ist ja keiner. Da oben bejacken sie sich. Da hast du deine Antwort. Boah, wo ist denn das, Alter? Am Tresor. Berg oder mit dem Haus vielleicht? Am Tresor ist das nicht? Nee. Stimmt, komm, Haus irgendwo. Komm, wir gehen mal rum zum Tresor. Jo. Vielleicht ist der noch nicht offen. Die meisten meiden den. Ich hab noch keine Meldung gesehen, dass er offen ist. Irgendwo summt hier was? Das hatte ich oben. Das war an dem Haus.
Mann, wo hat denn das jetzt gesummt? Nebenhaus vielleicht? Ach, hier unten wieder. Okay. Der ist noch rot auf jeden Fall. Dann könnte das sein. Mal, wo ist denn der andere? Ich werd hier schwul, ey. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Er tickt schon. Der Schalter hier ist grün. Naja, ich habe es aufgemacht hier. Das, aber ja, Fülle war nicht drin. Okay. Also ein bisschen Draht, ein bisschen Chemikalien und Waffen sind noch drin, goldene Waffen. Nee, brauche ich nicht. Also Sniper vielleicht, aber ansonsten nicht. Stimmt, nur die ADR da drin. Wo war das Ding hier? Hier unten am Steg oder wo ist das Teil? Ja, das ist, wenn das hier unten ist, dann ist der andere immer hier. Hier hinten in dem Dings drin. Wo ist der Tresor? Der Tresor steht auch hier in dem. Der steht hier, warte mal. Hier. Ach da. Genau. Okay. Und das andere mal Ding gucken. War irgendwo. Oh. Und das andere Ding war hier vorne. Oh fuck. Ah ja, okay, gut, ich kann keine Hauptwaffen mehr mitnehmen. Ich hab jetzt wäre. Also ich hab Sprit, wir können mit dem Boot abhauen oder. Wo ist der hier? Ich sehe den gar nicht. Achso, die Markierung war das für den Safe-Öffner, ne? Ja, okay. Loskommen. Oh, starte. Hast du. Haben wir jetzt ein bisschen Sprit? Ich hab viermal. Ich hab fünfmal. Oh, das sehen wir zu. Ja. Können wir da schnell rüber warten oder dauert das zu lange? Nee, ich glaube, das geht nicht, da ist eine Sperre drin. Du kannst nicht rübergehen, Shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr raus. Komm raus hier. Los. Oh, jetzt soll ich. Oh. Eigentlich nimmt sich das nicht, da können wir auch zum Ausgang laufen. Okay. Mit.
Nö, das schaffe ich nicht. Oh, ist so. Naja, die haben sie gewartet. Ich wollte gerade abknallen. Jetzt wurde ich verstrahlt. Ja, freut er sich mit seinen Teebeuteln, Penner. Wieso wäre denn immer so aggro? Ach, ist das ein Wichser, ey. Freut er sich, dass er da gekämpft hat, der Idiot, also wirklich. Ich würde das geil finden, wenn man sich ins Inventar so eine Bombe packen kann und wenn dir das einer abnimmt, dann flattert der in der Luft. Ach, Gino, vielleicht kommt das alles noch. Das wäre doch super. Ein paar Spielerchen werden sich noch einfallen lassen. Ja, bestimmt. Ja. Nimm mal die Jodpille mit diesmal. Macht man noch 30 Tage, dann ist sowieso die Ding vorbei hier. Ich muss sagen, von der Knarre her spiele ich auch sehr gerne jetzt mittlerweile diese Suomi KP31. Das ist eine Maschinenpistole, oder? Ja, diese 17 Jahre Ding. Das Ding hat 71 Schuss Trommelmagazin. Die ist echt gut, finde ich. Ist eine grüne bei mir. Damit habe ich schon echt viele weggeknallt mit dem Ding. Ob ich heute noch dazu komme, mir ein Upgrade zu bauen, ich weiß ja nicht, Junge. Jedenfalls habe ich die eine Aufgabe jetzt mit den scheiß normalen Karabiner da, 5 Leute töten, habe ich jetzt weggemacht. Macht keinen Sinn. Das wäre halt geschafft damit, aber. Da müssen wir mal ein bisschen was rausschleppen, wa? Langsam. Ja, so langsam müssen wir mal was rausholen jetzt. Heute ist echt unberechenbar alles. Na, ich hoffe, ich krieg den Dinger jetzt noch schnell zusammen und 2 Runden müssen wir noch, dann bin ich fertig. Signaldetektor muss ich noch benutzen, 4 Leute aufspüren. Mal gucken, ob es klappt. Heute ist extrem.
Vollgeschissene Hundehaut, ey. Okay, Container, los, runter. Na, dann werden wir den mal aufmachen, wa? Steht ihr auf der Straße? Ach, da ist er, ich sehe ihn. Da ist einer. Da, warte, 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 warte. Naja, hat er mir weggewichst. Kino haben da erwischt. Ja. Oben auf dem Hügel. Warte mal, ich war da. Container, Alter. Ja, zur Not. Zur Not haut ab. Wohin? Wenn die jetzt wirklich da alle stehen, kommen wir eh nicht hier weg. Ja. Nee, da kommen wir nicht durch, habe ich gerade probiert. Ah, okay. Die kriegen einen Mörserschlag auf der Fresse. Nee. Jetzt könntest du jetzt nutzen, dass ihr ballert, dass du dich irgendwo verpisst. Wohin? Da unten ist wieder am Wasser, rechts. Ja. Hat mal angeschossen. Da sind bestimmt okay, auch noch mehr. Da sind ein Halbautomatisch. Halbautomatische Scharfschützen, hier wäre schlechte Karten. Ja, scheiße hier, du kommst ja nicht mehr weg hier. Oh, da. Leck mich am Arsch. Hinter dir, Mayo. Gut, hat er erledigt. Ich mache jetzt auch die eine Quest fertig hier mit 10 Begegnungen und reicht's für heute. Das ist doch einfach nur frustrierend. Wir verrecken ja fast jede Runde. Ey, Tino, ich stelle immer wieder fest, wenn wir uns an dir halten, verrecken wir. Ich weiß auch nicht. Nee, bei dem Spiel ist das Schlimmste eigentlich, wenn du umso mehr Leute spielen, umso auffälliger bist du. Wenn du nur Dreierteams hast, dann kommst du auch eigentlich zu nichts. Das ist schwierig dann. Na gut. Wir hätten uns ja mal vom Container weghalten können. Ja, der hätten ja sowieso vorbei muss dran. Nö. Na klar, wir haben ja da hinten angefangen. Darauf muss ich dann noch eine Bifi reinziehen. Nein, oh, macht das.
Du bereit? Jo. Oh, Versicherung. Wer wandert? Ich habe eben mal Loot drin gehauen und eh mal Versicherung, dann könnt ihr wenigstens noch mal was rausholen. Ich wollte auch gerade eine Versicherung. Okay. So, wir fangen unten an. Einfach jetzt, egal wohin, einfach losrennen, alle verschiedene Richtungen und looten. Ich muss eigentlich nochmal zum Signaldetektor, aber naja, mal gucken. Machst du danach nochmal eine Runde? Einfach nur looten. In der Hoffnung, dass uns jetzt hier keiner über den Haufen knallt. Heb auf, du Arschloch! Popelt da wieder rum, Junge. Das schwabbelt hier schon wieder. Ich renn mal kurz zum Detektor. Mach das. Ich denke mal, die werden jetzt alle mit dem Vorsicht der Spinner drüben, wa? Ich hoffe. Detektor hab ich. Hab den scheiß Detektor-Ding gefunden. So, der nächste ist bei der Kommunikation. Bei der 2. Okay. Dann hätten wir hier eigentlich erstmal Ruhe. Erledigt. Oh, da sind ganz viele bei euch. Links, hinter euch, zwischen euch ist auch jener. Da ist einer, bei der 1. Waren da oben auf den Bergen auch welche? Ein Stück weiter links, aber nicht viele. Die meisten rennen gerade in das Dorf rein, wo ihr hin wollt. In die Fischfabrik. Ja, weil wir leben wollen. Mal da. Wartet hier draußen wieder einer. Scheiß Wichser. Das reicht mir noch nicht, das ist mir noch nicht genug hier.
habe eh einen Mörserschlag bei den. Setze ich jetzt hier draußen hin. Sagt hier draußen geradezu hier war vorhin inner. Ja. Hab ein bisschen Schiss jetzt hier. Ich muss jetzt laufen. Ich muss halt zu looten, Alter. Was mit Zahlenschluss? Schön. Mann, ich finde hier nur leere Boxen, ey. Ich krieg hier eine Panne, die waren hier überall schon. Irgendwie leckt das jetzt auch ein bisschen mehr, wa? Bisschen, ja. Mein Inventar ist voll. Na, rausrennen musst du ja nicht. Nee, nicht zwingend, ne? Kannst du noch alles versuchen zu holen, was da was hier rumjammelt irgendwo. Ja, wie gesagt, Dünger bräuchte ich eigentlich, aber das können wir auch ein andermal noch machen. Das sind nur 31 Stück, das sollte schnell gehen. Ich habe jetzt Unmengen an Draht, Nägeln, Metallteilen, Nahrung, Chemikalien. Hab ich alles. Ich finde hier Nahrung ohne Ende. Kannst du alles vergessen hier? Durch den Tunnel brauchst du auch nicht mehr gehen. Da ist auch schon jemand durchgelaufen. Okay. Ich krieg hier eine Spur. Ich werd hier richtig schwul gerade. Ja, du spring doch mal darüber, du Penner, Junge, ey. Guck jetzt mal die ganze Munition und die Nahrung weggehauen. Hab ja noch 100 Schuss im Mami wäre. Muss reichen. Oh, ich sehe einen Gegner. Wo denn? Hinten beim Boot, beim Ausgang. Der will sich wahrscheinlich gerade verpissen.
Airdrop incoming. Get ready. Der Penner mir den ganzen Dünger weggelootet. Alles weg. Kratzt. Arschloch. Oh, ja. Warst du am Safe sehr leer? Ja, da waren nur noch zwei Waffen drin. Okay. Abgesägte Schrotflinte und so eine Suomi, glaube ich, war da noch drin. Eine Suomi. Alter, ich verpiss mal. Ich hab ja eh ein volles Inventar. Was haben wir hier? Ja, mal Nägel. Letzten Reste Dünger zu finden, aber das sieht schon schlecht aus hier. Ah ja, die Bretter haben wir hoch. Wo rennen sie damit hin? Ach, bestimmt zu dem Ausgang war. Ach, die sind ja schon raus. Naja. Lauf einfach so lange rum, bis du umfällst, das ist egal. Ja klar. Was willst du denn jetzt wieder machen? Hm, ja, meiner hat schon wieder keine Puste. Ja. Schatz hier drüben. Auf dem Berg sind sie, hier. Irgendwo da, knallt's gerade. Wo sind sie da oben auf dem Berg? Ja, bei mir. Mir knallt. Ja, für die Aktion waren, glaube ich, auch eigentlich ein bisschen zu viel auf der Karte. Ah ja, gut. Tja, wenn ich jetzt noch 15 Mal Dünger finden würde, wäre ich glücklich. Oh, Dünger! Na bitte. Nur rum, Dünger. Wie viel Dünger hast du hier braucht? 100 oder? 100. Mhm. Hm, hatte ich auch gehabt. Ich hab mir durchgehört. Kommt hier unter die Glocke hin. Nahrung brauche ich eigentlich ja nicht sammeln. Ich habe durch meine Rattenfallen und Beete kriege ich so viel Nahrung in der Woche, dass ich eigentlich fast jedes Mal auf 5000 komme. Ja, auf 5000 finde ich besser.
Manu, lad doch mal deine Ausdauer nach, du bist da so nervig. So, ich bin raus. Hat geklappt. Um, Level up. Sehr schön. Neue Panzerung. War gerade noch im Ausgang wie so ein Assi. Stufenaufstieg. Oh, 4000, 5000 Punkte fast. Ja. Aber vielleicht nie gelootet. Da waren zu viele auf der Karte. Ja, ja. Ach, siehst du, meine 10.000 fressen halt auch zusammen. Hol ich mir jetzt die scheiß Dings da. Löse sie gleich ein. So. Sieht's bei euch morgen Abend aus? Mal gucken, weiß ich noch nicht. Weil Montag ja Feiertag ist, deswegen fahr ich bloß. Ja, ich weiß. Schlägen. Na. Da siehst du, was ich ausheben habe, gerade halt wieder drinne, die 100 Dinger da. Level up. Oh, ich sehe eben mal Bogen, kann ich auch noch. Dünger, Metallteile. Klatsch.
Sauerstoffkiste. So. Machst du auch aus Mai oder machst du noch ein bisschen? Ich mach noch ein bisschen. Na dann viel Spaß noch. Wir sehen uns vielleicht morgen. Ja. Mhm. Vielleicht können wir ja morgen denn. Basic Outriders festhalten. Ja, mal gucken. Sag mal vorher Bescheid, wenn du kannst oder nicht kannst. Ja. Ich schreib dir dann, oder du schreibst. Sehen wir dann, aber wenn ich nicht. Wenn ich so gegen 9 nicht drin bin, wahrscheinlich nicht. Ja. Okay. Gut, na dann viel Spaß noch und bis dann. Jo. Ui. Keine Statistik für diese Scheiß. Für diese Scheiß. Saves, wa? Nee. Das fand ich. Das fand ich zum Beispiel. Na, auch wie viel man schon gemacht hat. Das ist total scheiße. Das fand ich bei Xbox ganz geil, muss ich sagen. Da gab es ja diese Erfolge. Da hast du immer gesehen, wie viel Prozent du noch brauchst, damit du den Erfolg fertig hast. Das fand ich ganz geil. Ja, das vermisse ich hier bei Vader, der so. Vielleicht kommen sie ja mal auf die Idee, das mal irgendwie zu machen. Ja gut, ich kann jetzt ja drüben auf die Xbox mal ausprobieren bei mir. Mhm. Soll ich anmachen? Bei 11 bin ich da. Ha? Zurück anmachen? Hast du doch schon. Ja, ja. Hast du schon angeschmissen, den Hobel. ...87 Nahrung, Heik, jetzt schaffe ich aber bis nächsten Sonntag denn nicht. Wie viel hast du? Jetzt habe ich noch 87 Nahrung. Weil ich ja, hatte ja von letztem Mal ja noch 2000 übrig, fast. Ja, mir fehlen jetzt noch ungefähr 100 oder was. Aber das schaffe ich bis morgen. Aber dann die Woche darauf nicht. Ja. Also in der Woche, in der Woche schaffe ich so zwischen 7 bis 8000. Ja. Aber mehr noch nicht. Das werden wir in 3 Jahren schaffen, Gino. Ja. Wie gesagt, wird ja immer mehr, was du brauchst an Ressourcen. Ja, ja, klar. Ich finde, da müsste auch so ein Punkt geben, wo das ein bisschen weniger wird, um ein paar Prozent, oder? Ja, das ist halt so. Algorithmus. Umso höher du aufbaust, umso länger braucht es dann irgendwann. Ja, na klar. Und dann musst du halt irgendwann Booster kaufen oder irgendwas, damit du schneller auflevelst. Das ist halt, damit wollen die halt ihr Geld verdienen. Ja.
Da wusste ja arm bei dem Spiel, du. Halt, macht ja auch keinen Sinn, du hast doch dafür nichts. Ja. Außer Spaß am Spielen. Also dann lieber einfach das Spielen und dann ist gut. Also, das willst du da Geld ausgeben für die Scheiße. Sag mal, wenn er alle 3 Monate ein Kiesenpaket kauft für 20 Euro. Ach, hör auf. 30, 60, 90, ja. Das ist über 80 Euro im Jahr. Mhm. Nicht mal. Nee, das. Plus die ganzen extra Kronen, Junge, da kannst du ja 5 Spiele für kaufen. Mhm. Was haben wir denn hier für was? Oh, das war doch eh ein Dreier. Oh, das geht noch. Du? Ich habe auf was bei eBay geguckt. So. Wo sind wir? Da sind wir. Wo willst du hin? Einfach hier vorne rum? Um der Ecke hier? Eigentlich. Geradezu, wa? Eigentlich ist das halt egal. Wo sind wir hier? Ja, guck mal hier gleich nach. Geh mal hier oben hin, ist auch noch ein Ding. Achtung, geradezu sind welche. Unten am Haus? Da läuft er. Der läuft zickzack, der hat uns gesehen, der hat Angst, dass wir schießen. Auf jeden Fall war er hier schon looten. Hier oben ist auch nichts. Ja, das fängt schon wieder scheiße an hier. Ja. Weil hier unten schon eher war. Da bleibt hier auch nicht mehr so viel Auswahl. Der Typ ist gerade von hier nach hier gelaufen. Wenn er der ist. Der wird der gewesen sein. Der hat hier die ganzen Häuser abgelootet. Scheiße. So. Jetzt können wir nur eins machen. Über die Berge rennen, wa? Ja, entweder das da. Oder wie knall ich mir ab? Gucken, wo der Penner ist. Ja, der wird jetzt mal oben bei den anderen Höhlen irgendwo da hinten.
Unten ist eine Tür offen. Zwei Türen, mal gucken. Ja, ja, da ganz hinten hoch. Ey, da waren die überall schon. Na gut, da ist bei uns der auch da hinten. Ja, ja. Scheiße. Auf den Abwurf. Ja, man weiß halt auch nicht, wo alle Kujo jetzt ist, wa? Ja, wo bleibt ja alles abgeschüttet. Wo ist der da? Container hier vorne. Ach, du Scheiße, der Container ist noch vorne. Ja, der war gerade dran, der ist weg, der ist leer, der Container. Der ist gerade in herausgerannt. Los, lass uns zum Abwurf rennen. Mehr, ey. Ich würde sagen, ich wette mit dir, da warten welche unten an dem Ausgang. Ja, kann schon sein. Dafür hundertprozentig, dass da welche warten. Ne, gehen wir zum Ausgang. Gucken, ob da so ein paar Spastis jetzt rumrennen und warten. Das stimmt. Ach, mir hat einer gekriegt. Du bist wahrscheinlich genau dran vorbeilaufen an den. Kann sein, das war der wahrscheinlich. Na toll. Wo war der da, in dem Haus oder wo? Ach, der lag da mitten in der Wiese. Bleib beim Ausgang da oder warte, bis der kommt. Ich hab nämlich eine Kiste gehabt. Jetzt hier so eine Traumschlagkiste. Vielleicht kommt der raus. Vielleicht rechtet ihm. Was ist denn der Drecksabwurf?
Oh, der liegt. Der liegt ja da unten. Hoho. Rüber. Noch inner. Aber ist dir schon mal aufgefallen, hier von den Verbrauchsartikeln haben wir ja alles, wa? Bis auf die scheiß Sprengfalle nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Habe ich auch noch nie gefunden. Mal hier hebt er so eine Sprengfalle. Versieht bei Benutzung den Behälter im Fokus mit einer Sprengfalle. Klar ist das hier damit, wenn dir einer lootet, damit er seinen Peng macht. Mhm. Dann kommt das Ding erst noch. Die hauen sich da was tot, Junge. Hundertsechs Nahrung brauche ich morgen noch. Dann habe ich. Mal sehr geil. Nächste Woche dann die andere, die Militärkiste nur. Darauf die Woche dann mal wieder das andere. Die kämpfen immer noch um den Loot. Um den Abwurf da. Den holt sich irgendwie keiner. Naja, dann lass er. Ich hab innen schon verlieren. Ich hab ja noch nichts eingesammelt. Außer 13 Mal. Wie gesagt, ist das hier Dünger oder was? Oder deine Punkte kannst du verlieren. Weil umso länger da drin bleibt, umso mehr Punkte kriegst du. Mann, warum halt denn Einzelfeuer drin gehabt? Das gibt's doch ja nicht. Ich werd schwul, Alter. Ich könnte ausdecken. Ich krieg da eine Panne mit der Scheiße. Da ist doch Einzelfeuer eingestellt gewesen. Ich werd schwul, ey.
Den hätte ich gehabt. Ich hab mich schon eh mal getroffen. Der stand genau vor mir. Mhm. Junge, Junge, Junge. Nee, das glaubst du da nicht. Das glaubst du doch nicht, das gibt's in keinem Russenfilm so weit. So, anreißen. Wann kommt denn Gronta im Tal mal wieder, ey? Grützental. Ja, zum Looten ist der Tal wirklich am besten, wa? Ja. Ja. Gibt's eigentlich nichts Besseres. Jetzt sind einfach zu viele. Ja. Ich hab ja von hier gesehen, ich hab ja wirklich kaum was gehabt. Du. Ja. Ja, ich auch nicht Fülle, das war alles schon weg, die ganze Scheiße. Der Tunnel war leer. Naja. Du bist überall, die ganzen Erdlöcher waren alle aufgebuddelt schon. Mhm. Ist doch scheiße, alle die. Also, das war echt, das ist krass. Also, das ist so schnell, wie die da sind teilweise. Die müssen alle gute Spawnpunkte gehabt haben. Ja, na klar. Das sieht ja mal unseren Spawnpunkt an hier. Mitten am Arsch der Welt schon wieder, ey. Da kannst du, ja, wo du hinkommst, kommst du zu spät. Ja. So, hier einfach zum... Wo willst du hier hin? Ja, da, hier ist so eine Schwer. Nein, hier unten ist noch nicht. Aber wie gesagt, es müssten wohl jetzt wirklich langsam mal ein paar neue Karten. Ja, wenn du die Scheiße jeden Tag spielst, ist dann schon klar. Ja, du kennst ja auch schon alles. Ja, du siehst doch gleich, wo du hinrennen musst. Und das ist klar. Wenn du einen guten Spawnpunkt hast. Ah, das ist das Ding.
Ja, wir haben frei. Na? Das snappert mir jeder. Wo bist du? In der Garage. Irgendwo snappert mir jeder. Okay. Der Penner. Oh, der muss ja ganz weit weg sein. Oh, der hat mich gesnappert, Papa. Wie wird die trocken? Hat er den Turm schon in der ausgelöst? Nee, war? Nee, bis jetzt noch nicht. Mann, ey. Oh. Wollten auch gerade welche hin zu dem Turm. Hier unten Luft, Inner. Ja, lass den mal hochkommen. Der steht hier draußen bestimmt unter Balkon. Guck mal, sind bestimmt schon Haufen tot, wa?
Ja, könnte sein. Aber wie gesagt, wo ist das denn? Ach, da unten an der Station, wa? Das könntest du natürlich auch zum Ausgang rennen und gucken, wann der kommt mit dem Abwurf. Der will bestimmt das Ding verlieren, wa? Der ist so spät. Boah, der wird wieder auf der Lauer liegen, wa? Der Penner. Deswegen sag ich ja, wenn dann hier zum Ausgang unten rum. Und am Wasser lang und warte, bis der sich einen Abwurf geholt hat. Der kommt bestimmt unten raus. Ich glaube nicht, Der dass kann der den den. Abruf nicht mehr verlegen. Nee, nee, das ist vorbei. Der Abwurf fällt der jetzt schon. Der ist gleich unten, da ist er. Hier. Bei der 1. Das ist alles hinter dir. Da bejagen sich welche. Der liegt da hinten um, ne? Der will da. Ja. Hier oben ist er vor dir stehen, fast. Hast du viel eingesammelt schon? Nee, ne? Pff, naja, dann hier hin, da, was soll passieren? Wenn er sie abknallen, knallen sie dir ab. Hin muss. Warte, markier ich dir hier unten raus. Na, da hängt der doch. Da kann ich Wer? nicht. Ach so. Bei der 1. Der. Ja, na oder du Hängt bist der hier. Leute. Doch, Doof. hier oben bei der 1. Ja, mach bei der 1. Das war ja wieder rumrennen hier. Ja, musst du erstmal an der Felsen vorbeirennen. Immer geradeaus jetzt. Erstmal eine Weile. Ja, zu verlieren reicht ja nicht. Nee, musst du immer geradeaus rennen einfach. Ich könnte hier ohne alle was holen, da liegen ja noch zwei hier drinnen. Ja, die sind alle nach unten auf der Straße. Der Typ, der ist da nur auf Kills aus. Wahrscheinlich. Will sich wahrscheinlich auch die Trophäe holen oder auf der Sektor. Um die Ecke musst du auch noch rum, rechts um die Ecke. Dann nochmal geradeaus. Noch mal. Ja. Hier links ist der Ausgang, denn. Ja, da ist was Plünder drin. Wenn du Glück hast, hast du mal ein bisschen Ressourcen drin. Ja. Mit Edna, da kriegst du eben mehr Punkte, oder? Mehr XP. Ja.
du das Einzige. Kannst du irgendwas rausschmeißen? Kontaktbogen oder was? Na gut, guck mal, wie viele Nägel. Kann ich die nächste Zeit ohne Stuhl? Ich habe ja so wenig Ressourcen. Ja. Ach nee, du, ey. Das ist doch so cool. Nee, das ist halt nicht so. Nicht so pralle. Nee. Grundheim kommt ja nicht, oder? Naja, das wird wahrscheinlich ein bisschen, eine halbe Stunde nur noch oder so. Wie, keine Ahnung. Ja, da kommt die Schnäte andauernd, wa? Schnäte. Siegel der Ausrüstung. Naja, wie gesagt, das Spiel lade ich mal morgen runter, denn das hat ja nicht viele Gigabyte, 20 Gigabyte oder so mehr Schnee. Kannst du mit einem Freund spielen oder offline da mit anderen da oder was wie Wicke? Ja, du, können wir ja morgen mal machen oder so. Keine Ahnung, die Woche. Ja. Wie gesagt, da werden ja auch ein Haufen Cutscenes wieder bei sein, denke ich mal. Wird ja auch wieder so eine Art Film sein. Was war das so in der Art, wie diese, was wir mal gespielt hatten hier, diese Until Dawn? Naja, diese andere hier, wo wir zu zweit rumgerannt sind, da aus dem Knast ausgebrochen sind. Naja, das kannst du damit nicht vergleichen. Das ist eher so ein Horror-Ding, ja, oder? Ja. Okay, das cool. Das ist wie Until Dawn, so eben auf dem Boot. Ah, geil. Das verwandelt sich dann irgendwie in so ein Geisterschiff. Achso, weil mein Club, das hat Gronkh schon mal gespielt, weg, wenn ich irre. Das ist schon die ganze Weile draußen, aber das war ja ganz schön teuer. Wenn das ist, was ich denke, auf so einen Tanker, wo die dann überfallen werden von so einem Piraten. Kann sein. Ich glaube, das ist aber, das war echt nicht schlecht.
Nee, das ist aber ein gutes Spiel. Aber eben für einen Vollpreis hier so, so eine Dinger kostet ich mir nicht. Ich glaube, das kannst du mit bis zu 4 Leute spielen. Fünfe. Oder 5, ne? Da waren dann die Charaktere, da kann sich jeder ihn aussuchen. Ja, stimmt. Und dann kommt's drauf an, ob du überlebst, was du antwortest und so. Genau. Ja, das war, glaube ich, war ganz cool. Da hatte ich mir ein bisschen was angekickt damals. Von dem Let's Play. Ja, sonst. Wo rennst du denn schon wieder hin? Achso. Ja, der Tresor ist hier vorne. Halt das doch schon wieder. Tja, aber wo sind die Dinger zum Anmachen? Hier ist einer? Ne, hier ist eine Schaltplatte hier drin. Hier ist doch nicht der Tresor, oder? Doch, da drinnen. Da. Achso. Da ist er, warte mal, ich such mal die Dinger. Einen hab ich. Hier ist ja noch einer. Okay. Ist er jetzt offen? Nee. Na, warte. Hört noch jeder. Dann hat sich der andere Schalter wieder selbstständig gemacht. Jetzt. Warte mal, lass mich den mal aufmachen. Ah, oh, jetzt zeig ich auch schon auf. Rausnehmen kannst du ja selber. Was brauchst du ganz dringend? Das sieht nicht eigentlich alles. Achso, okay. Ich mir jetzt bloß hier mal den Rest Scheiß, der kannst du haben. Ich glaube, er muss eben mal viel mehr Elektronik rausgenommen und. Also, ich weiß auch nicht, wie das jetzt. Oh. Außen vor der Tür steht er. Wir sind draußen rum.
Boah, da in der Tür liegt eine Bombe, pass auf. Bist du tot? Nee, nee. Dein Kumpel ist tot. Ist das ein Hurensohn, ey, na ja. Lebst du noch? Ja, ja. Ja, hau ab da einfach. Ja, aber wohin? Die waren jetzt alle noch am Haus. Beim Rennen ist man eigentlich immer ziemlich schnell, wenn du irgendwo durch die Büsche rennst und so. Damit musst du jetzt immer rechnen. Aber gut, was soll's. Auf alle Fälle war hier noch keiner drin. Hier sind die hatten Türen noch dazu. Ja, loot da durch da. Nee, looten will ich ja jetzt nicht, sonst geht er ja alleine nicht los. Oh, so viele Autos hier mal. Scheiße ist, jetzt werden hier wahrscheinlich welche am Ausland sein. Könnte passieren. Kommt mir vorher, halt, wenn manchmal keiner looten tut, damit die irgendwo vor der Ordnung sind. Mhm.
Schon draußen? Oh, ich bin draußen. Die Rattenfalle, die ich jetzt gebaut oder versuche, gebaut habe oder baut noch auf Stufe 11. Ey, die brauche ich jeden Tag. Hä? 24 Stunden habe ich jetzt noch. Alter Spiel. Ja, ja, ja. Ja, morgen Mitternacht erst fertig, oder? Warte, bringen die ja neue Dings auch wieder rum. Das haben die ja schon ewig nicht mehr gemacht. So. Mhm. Ja, dafür kommt vielleicht dieses Grundheimtal nicht mehr so oft jetzt erstmal. Mhm. Naja, sollen sie mal was anderes machen? Was will ich? Ein anderer Tarei. Naja, 30 Tage noch, Tino. Ja, hier wie bei PUBG ist so eine große. So eine große Stadtmap, wo du richtig Hochhäuser und so was drin hast. Ja. Das wäre nicht schlecht. So richtig kannst du wenigstens mal eine Schrotflinte mitnehmen. Ja, gut, bis dahin spielen wir ja Outriders, aber trotzdem weg das Ding hier alle zwei Tage mal anschmeißen. Ja, na logisch, klar. Weißt du, alle zwei Tage. Mir ist bei Outriders auch mittlerweile erst, also einfach auch nur wichtig, dass das einfach ein Spiel mal wieder ist. Was man auch wieder vernünftig online spielen kann, wisst ihr, so wie das hier auch. Das sind einfach Spiele, die man online zocken kann, finde ich einfach am besten. Meine Jute, du durfst jetzt nicht oder andere nicht jetzt nur auf die Demo versteifen. Die Demo ist ja bloß eine Demo. Ja. Das ist ja wie eine Beta. War ja wie eine Beta, das war ja kein komplettes Spiel. Ja. Wie das schon mit der Basis, damit du eine Basis aufluten kannst, wieder da aufbauen. Mhm. Geht mal von aus. Das hat ja bei der Vision auch Spaß gemacht, wa? Ja klar. Beim ersten Teil jedenfalls, da war die Basis irgendwie die war besser gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht. Die sah auch besser aus beim ersten Teil. Ja, das ganze Level-Design war beim ersten Teil irgendwie besser. Alles über. Ja, klar. Das Wintermäßige und so, das war geil. Hm. Ja, das Problem ist. Auf alle Fälle unten rum die Hauptstraße, da sind die alle wieder. Ich geh mal zum Container. Ja, macht er das mit. Nee, brauchst ja nicht. Der Tresor ist ja nicht auf der Karte diesmal, nee. Tresor hebt er diesmal nicht. Ich bin doch fast tot, ey. Naja, gut. Ja, nee, durch den
Ich hab das Schloss aufgeschossen und dann kam irgendwie ein Mörserschlag. Und weg ist er. Die Türen sind auf jeden Fall offen. Ich hab alle drei Schlösser aufgeschossen. Aber ja, keine Ahnung. Hat bestimmt eh noch einen Mörserschlag geschickt, denke ich mal. Gibt halt mal solche Tage. Gibt mal gestern zum Beispiel, war ja auch eine super, waren ja auch super Runden gewesen eigentlich. Gestern haben wir ja ohne und Zeug rausgeholt, ohne Ende Leute abgeknallt. War schon okay, also kann man nicht meckern. Willst du das Spiel mal anklicken da jetzt zum Runterladen oder was? Ja. Was er macht? Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt rausfliege, keine Ahnung. Wenn du sagst, das haben sie neu gemacht, irgendwie probier mal. Bist du noch? Bist du bei Vigor noch drinne oder? Ich bin noch drinne. Ja, warte mal, mach ich gleich. Also wie gesagt, ich bin ja in meiner Basis hier. Wo du mich hier oben reintrittst, ob man da hier drauf liegt oder nicht. Wie hieß das jetzt? Oh. Ich mach mir das gleich damit. The Dark Pictures.